Hallo, meine Freunde, und schön, dass ihr am Start seid. Wir sind am Berliner Flughafen und der ist immer noch nicht fertig. Hä? Ja, wir sind auf der Euromap und ich dachte mir, wir werden von Schönefeld Richtung Hoppegarten dann nach Forst fahren mit unseren wunderschönen MAN. Und ja, die Baustelle ist immer noch nicht fertig. Ja, hier wird immer noch kräftig gebaut, aber man sieht schon den Flughafen. Die Frage ist natürlich an euch: Würdet ihr den Flughafen so als Baustelle weiterbehalten oder würdet ihr sagen, hey, kommt, baut den Flughafen einfach mal fertig? Und um einen kleinen Überblick zu haben, das ist der Berliner Flughafen. Sieht das nicht cool aus? Also ich muss wirklich sagen, ich könnte es durchaus so lassen. Aber was schreibt ihr? Ja, und was sagen die Hersteller der Euromap? Wäre vielleicht ganz interessant. So, gut, alles klar. Wir sind hier nicht alleine. Wir haben hier ja, Edeltraut mit am Start. Sie guckt uns gar doch, sie guckt uns doch an. Hallo, Süße. Jo, okay. Lass uns einfach mal eine Runde fahren. Ja, endlich mal wieder schön gemütlich hier mit dem, ja, wunderschönen MAN. Hier in einer sehr coolen Lackierung. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir gut. Dieses Türkis und Rote sieht cool aus. Aber ich habe jetzt irgendwie auf die Schnelle gar keinen Anhänger gefunden. Deswegen fahre ich hier mit so einem Grau. Ich dachte, das sieht irgendwie ganz gut aus. Oh, ja. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Und nicht vergessen, morgen. Achtung, 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 es geht wieder. Morgen 20:30 Uhr. Wieder schön. Truckers in P. Jeder darf mitfahren. Schließt euch einfach an. Wo wir langfahren? Oh, das weiß ich selber noch nicht. So, erstmal runter hier von der Baustelle. Das ist ja immer wieder so eine Sache, ne? Man fährt hier mit so einem 40-Tonner auf die Baustelle. Kennt ihr das vielleicht auch? Vielleicht der ein oder andere LKW-Fahrer. Ihr kommt auf die Baustelle und sagt sich: Oh Gott, ey, wie soll ich denn hier weiterfahren? Und jetzt merke ich, ich habe mich hier verfahren. Gucken wir mal. Wir müssen ja hier rein. Ja. Oh. Ohne Einweiser. Naja, geht schon. Aber ich muss sagen, also das mit der Baustelle gefällt mir ganz gut. Ja, hat ja auch Ewigkeiten gedauert. Wie lange haben die jetzt wirklich gebraucht auf diesem Flughafen? Ey, guck mal hier, unser Kamerad hier fährt mit diesem gleichen Trailer. Das läuft ja. Ja, es hat ja wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und waren das beide 10 Jahre? Ja, ungefähr so, ne? So könnte es durchaus gewesen sein. So, ich bin jetzt schon wieder falsch gefahren. Also gibt es auch mal eine Möglichkeit, wo ich richtig fahre? Irgendwie nicht, ne? Naja. Ah, hier sieht man noch die Brücke. Oh, jojojojojoj. Bisschen vorsichtig cruisen. Ach, diese Kleinigkeiten hier, da steht ein Auto und hier wird gerade eine Kontrolle gemacht und. Finde ich absolut genial. Ja, Wochenende. Nächste Woche werden wir auf jeden Fall viel Livestream machen. Und eine Sache ist mir, ich wollte eigentlich Nordschleife fahren, aber ich habe mitbekommen, dass Nordschleife ja noch gar nicht, ja, im Petto ist. Also gibt es ja noch gar nicht. Oder wird wahrscheinlich noch gar nicht rauskommen. Soll ja Anfang November kommen. Deswegen wird da wahrscheinlich kein Special Nordschleifen-Event kommen. Also, ne? Muss man ja wirklich sagen. Falls doch, dann, ja, dann halt doch. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir müssen hier unten lang fahren. Oh je, ey, wirklich. Also, wenn wirklich das Duisburg oder sagen wir Ruhrpott DLC kommt, ja, da bin ich jetzt schon. Ich bin jetzt schon überfordert. Okay, lass uns erstmal hier langfahren. Erstmal hier Schönefeld durchkreuzen. Ach, schön, wie die Flieger hochfahren, fliegen, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall noch so ein Skin für die Flugzeuge, dass hier Air Berlin unterwegs ist. Ah ja, ich will schon. Air Berlin gibt es nicht mehr, aber. Na, warum nicht, ne? Hier wird wieder kräftig gebaut auf der Straße. Kein Bauarbeiter. Aber erstmal alles abgesperrt. Bestimmt wieder, naja, Pflegearbeiten. Ach, guck mal hier, ist ins umgefallen. Eine Maschine steht nochmal nah, eine Walze. Oh, ich hätte fast eine umgefahren. Ah, hier, Cargomaschine.
Ja, lieber ein bisschen vorsichtig fahren. Und dann geht's auf meine gewohnte A13. Ja. So, jetzt fahren wir wieder zurück und dann zum alten Terminal. Und hier sieht man schon die City von Berlin. Die hohen Häuser, der Berliner Fernsehturm. Hier dieses ganz bekannte Hotel. Hatten die nicht mal irgendwo was gesagt, dass sie dieses Hotel abreißen wollen? Also ich kenne das Hotel, also vom Sehen her. Und ich habe es ja schon mal erzählt, wo ich in dem Bereich des Straßenverkehrsamts unterwegs war, musste ich hier die Taxis kontrollieren. Ob nicht irgendwelche Taxis sich aus Berlin hingestellt haben. Ja. So, was machst du? Ah, das Haus ist echt cool gemacht, Alter. Ich glaube, so sieht das auch aus. So, was ist mit dem Bus jetzt hier? Polizei steht auch da. Komm, Bus, fahre. Wir haben hier Zeitverzug-Abfahrtsplan. Ah. Ah ja, gut. Er ist auf jeden Fall weitergekommen. Der Mercedes da vorne, der weiß auch nicht wohin. Dann lassen wir erstmal hier diesen ganzen Stau hier sich auflösen. Ah, schön. Dann ab Richtung Hoppegarten. Und von Hoppegarten geht's dann einen kleinen Schlenker auf der A10 Richtung A13 Berliner oder sagen wir mal Schönefelder Kreuz. Und dann haben wir das nämlich auch alles mal ein bisschen abgeerntet oder abgefahren. Ist ja auch mal wichtig, ne? Hier schön Berlin-Brandenburg hier eine Tour zu machen. Aber auf Wiedersehen, Berliner Flughafen. Oh, hier ist wieder viel Verkehr hier. Ja, es ist. Wir müssen doch eigentlich alle arbeiten. Also, ich weiß nicht, warum die jetzt hier mit den Autos noch unterwegs sind. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, kann alles nicht wahr sein. Überall die Busse. Alle in der weißen Farbe. Die Reisebusse. Naja, ich habe hier keinen KI-Traffic drin. Habe ich noch nie ausprobiert. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Am wenigsten haben die LKWs hier ein paar Lackierungen, auch wenn die eine hier ziemlich schmutzig ist, ne? Wobei ich hier sagen muss, der DAF hier, den sieht man ja sehr, sehr oft jetzt unterwegs, ne? Also auf der Straße. Und ich sehe immer mehr den Ford. Also ich nehme das hier am Mittwoch auf, den 31. Jetzt haben wir schon. Ja, es ist der Monat schon wieder so gut wie vorbei. Es geht ja so ratzifatzi. Und ja, da habe ich so ein bisschen, hatten wir Außendienst, ein bisschen so auf der Straße geschaut, was für LKWs. Und da ist mir es echt aufgefallen, dass ich da ein paar Ford F-Max LKWs gesehen habe. Die scheinen wohl, ja, angekommen zu sein, ne? Ich glaube, die durften erst damals nicht ins Spiel, oder ins Spiel sei schon, nach Europa, weil die Abgasnorm nicht richtig, ja, hingehauen hat. Aber jetzt, ja, sieht man den. Und ich muss sagen, der Ford F-Max ist schon ein schönes Fahrzeug. Von außen. Drinnen, naja, sieht da schon sehr, naja, aus. So, vor uns. Ja, gut. Ist halt das Problem, dass man das 1:19 hat man hier schon. Ja, Potsdamer Platz. Sehr markant. Man erkennt es. Sony Center, heißt das überhaupt noch Sony Center? Dann der Berlin Tower und das Gelbe daneben, das rechte Haus, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, in der Mitte ist der glaube DB, also Deutsche Bahn. Und links ist, glaube ich, ne, das Sony Center, wenn das dann noch so heißt. Ich weiß nicht, ob es da so Sachen gibt wie, ach ja. Darf nur so und so lange genannt werden, wie so ein Stadion, wo die dann halt gewissermaßen immer nur eine zeitweise die Nutzungsnamenrechte haben. So, hier scheint der Alex zu sein. Mit dem Handelszentrum, was man da sieht.
Da bin ich ja mal außen lang hochgefahren, habe ich euch ja schon mal erzählt in der Lehre, ne? Da habe ich mir bald den Hosen gemacht, würde ich nie wieder machen wollen. Ja, gut. So, fahren wir mal hier rüber. Na toll, hat er. Ah, na toll, hat er was gebracht hier. Ah, da ist nochmal das Handelszentrum. Ja, das gibt's mehrfach. Und die Häuser da auch soll wahrscheinlich irgendwie so wie den Alex da abbilden. Ja, eigentlich nicht, ne? Also Alex wäre denn falsch, wenn da der Berliner Fernsehturm ist, dann ist da der Alex da falsch gewesen. Na, Marzahn oder sowas. Es ist, ja, Geografie einsetzen, ne? So, jetzt fahren wir erstmal raus aus Berlin und dann gleich wieder rein. Märkische Heide, Märkischer Sand. Wieder eine Heimat. Östlich von Berlin. Rauf auf die Autobahn. Ach, siehste, das wäre. Vogel ist doch. Das wäre doch jetzt hier eigentlich optimal, auch das Tesla-Werk irgendwie einzubauen, ne? Gerade so zum. Naja, ich würde mal sagen, zum Lieferort für Fahrzeuge, ne? Dass man da ganz viele Spots mit Material und Batterien und Chassis und Fahrzeuge und ja, und dann hier die Tesla-Autos hat man ja schon da. Da kann man einen großen Parkplatz bauen mit ganz vielen, ja, Fahrzeugen davon, ne? Ja, und dann könnte man irgendwo eine Unfallstelle machen, wo ein Tesla-Auto brennt mit einer Feuerwehr und so ein Tauchcontainer. Wo die dann versuchen, das Auto zu löschen und das geht nicht. Ganz viele Feuerwehrfahrzeuge. Oder jeder hält sich denn die Hände vom Kopf und sagt sich, ja, wie sollen wir das machen? Funktioniert nicht so nicht. Na, ein großes Thema, ne? Was macht man mit solchen Fahrzeugen, ne? Wenn das hier brennt, ne, dann geht das gar nicht. Na, pass auf, ich fahre jetzt lang und sehe dann das wirklich das Tesla-Werk. Mit Bahneinbindung und, was da alles gemacht wurde. Meine Güte, in Grünheide. Wer definitiv was, aber halt, stopp, solange wie wir hier in Berlin, würde ich jetzt erstmal gar nichts machen. Die Ideen könnte man ja vielleicht schon mal so anfangen, so Modelle zu bauen, wenn dann irgendwann mal Platz ist, weil wir wissen nicht, was STS hier mit Berlin noch vorhat. Ja, ob das dieses Jahr sein wird, ja, wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr 2023. Waren das drei Deutschlanderweiterungen oder zwei? Zwei waren es, ne? Oben im Norden mit Kiel und Hannover und das alles. Und dann unten im Süden. Ne, es waren zwei Erweiterungen. Na, wenn wir dieses Jahr auch nur zwei, dann heißt es ja nicht, dass wir hier vielleicht Berlin irgendwie kriegen. Ja, das ist ja schwierig. Oh, ich fahre ja so schnell, mein Gottes Willen. Das war jetzt ein bisschen schnell. Ja, dann wäre hier jetzt irgendwo hinter mir wahrscheinlich irgendwo das Tesla-Werk gewesen, ne? Irgendwo hier in der Drehe. Ja. Ach hier, ich habe ja die Kamera irgendwie, ich habe die falsche Kamera gewählt. Guck mal hier, das merke ich jetzt gerade. Da habe ich immer noch die falsche Kamera. Ich sehe die Kamera jetzt hier hinten irgendwo. Naja, wie Lob und Anerkennung. Und hier wäre dann das A10 Center. Das könnte man, Schönefelder Kreuz. Könnte man hier auch noch irgendwie einpflegen. Hier hat man noch eine Industrie. Ja, die man hier befahren kann. Oh, das sieht das nicht cool aus jetzt mit den ganzen Fahrzeugen? Ach, das, also ich finde es immer wieder schön, wenn man so ein bisschen in die Heimat hier kommt und dann die ortsüblichen Schilder sieht. Ja, das finde ich immer. Mal sehen, ob sich irgendwann mal jemand dran setzt und dann, naja, ich sag mal, hier, ja, vielleicht den Spreewald 1 zu 1 macht. Mit Rand Berlin. Wäre schon was, ne? Wie die RPM-Map. Aber ich glaube erstmal nicht. Ja,
Also falls SCS irgendwann mal einen neuen Euro-Truck-Simulator rausbringt oder wie auch immer der denn heißen könnte, dann sollten sie definitiv einen anderen Maßstab nehmen. 1 zu 8 wäre, glaube ich, ein guter Kompromiss. So, jetzt geht's erstmal auf die A13. Heimat! Aber man fährt hier schon ein ganz schönes Weilchen, ne? Wir haben noch 120 Kilometer jetzt vom Schönefelder Kreuz bis nach Vorst, die Stadt der Rosen. Naja, muss man nicht unbedingt, ja, als Urlaubsziel nehmen, aber ja, wenn man mal da ist. So, der lässt uns. Okay. So, jetzt bremst er noch. Das war hier irgendwie. Naja, ich krieg langsam Hunger. So, 80 ist drin. Dann fahren wir auch 80. Ganz entspannt. Durch die Heimat. So, dann schauen wir mal, was hier alles noch für Schilder sind. Ah, Rübinger Heise. War es Rübinger Heide? Nee, ne? Kommt der hier der Rastplatz? Können wir ja mal anhalten. Hier ist dann die aktuelle Polizeikontrolle. Könnte man auch so eine Kontrolle hier irgendwie reinmachen, ne? Ja, ach, hier ist die Dings. Hier sieht man, oder war man eine Zeit lang immer diese Schwerlasttransporte, die hier standen bei dieser Aral-Tankstelle. Ja, ganz so, naja. Man hat hier diesen Standard-Dings genommen. Tankstelle. Ist aber auch eine Aral. Ja, das könnte man jetzt auch so eine, wie in Walsrode oder so, einen schönen Parkplatz machen, ne? Aber ich sag's ja immer wieder, ne? Erstmal abwarten, was SCS hier noch draus macht. Ja, das kann ja natürlich noch so viel sein. Guck mal hier, die Texturen hier, das ist auch nicht mehr das Neueste. Würde ich jetzt mal sagen. Löbenau. Das sieht ja ganz nach Heimat aus. Aha, hier ist der Spreewald. Willkommen! Und hier gibt es viele Kiefern. Da könnte man hier auch, wenn man weiter hier reingeht, vielleicht sogar so einen Waldbrand machen, wo die Feuerwehr ist. Und dann hat man hier Rauch, wo man dann quasi langsamer fahren muss. Und dann steht dann halt die Polizei und sagt: Ey, hier geht's nicht weiter, hier raucht es, fahrt vorsichtig. Ne? Wäre eine Option, was man sogar als Feature nochmal reinbringen kann. Waldbrand ist natürlich. Jetzt die letzten 2 Jahre, muss man ja sagen, die letzten zwei, doch fast 3 Jahre, hatten wir hier in Brandenburg einigermaßen in Anführungsstrichen Glück mit Waldbränden. Sonst ist ja da wirklich ja sehr viel. Ne? So, hier haben wir Fettschau. Sonst haben wir ja sehr, sehr viel mit Waldbränden. Also vor 3, 4 Jahren war es ja echt extrem gewesen. Dann halt die Hubschrauber hier lang geflogen von der Bundeswehr und Bundespolizei. Ist sie da halt als Unterstützung der Feuerwehrleute waren. Und naja, so ist das halt, ne? Ja, die haben ja ordentlich Brunnen gebohrt und naja. So, da sind wir vom Forst gleich. Oder von, nee, von Fett schon in der kleinen Forst. Cottbus haben wir, ist natürlich hier dazwischen. ja, herrlich. Ach, und was man hier eventuell noch reinmacht, das wäre auch cool, gerade hier in der Lausitz, wenn man hier noch so lang fährt, gibt es ja auch diesen großen Tagebau und, dass man ja vielleicht in so einem Tagebaugebiet fährt. Ja, um dann hier quasi, naja, ich sag mal, da auch vielleicht so Schüttgut und sowas alles und Baumaschinen bringen und dann gibt es einen Hintergrund ganz weit hinten, diesen großen Abraumbagger,
Aber sowas darzustellen, das denke ich mal, echt ein bisschen schwierig, ne? Die sind ja richtig riesig. Bloß hin. Ach, 70er, 80er Jahren oder so, ne? Waren noch diese großen Abraumbagger. Für die Kohle. So, jetzt fahren wir mal hier rüber. Hier warten ja so viele. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendjemand links abbiegen will. Ich hoffe nicht. Fahrt alle. Nein, nein, es muss wirklich einer abbiegen. Es muss wirklich jemand abbiegen. Oh, ey, das darf nicht wahr sein. Ey, wirklich, man stellt sich schon dahin. Und gibt es da keinen extra Abbiege-Gedöns? Gedöns vor allem. Naja, die guckt mich schon so vorwurfsvoll an. Oh, der ist so schmutzig hier neben mir, der LKW hier. Ja, wieder ein DAF-LKW. Sind da wahrscheinlich alle ein bisschen schmutzig. So, jetzt gehen wir auch mal richtig Schubrakete. So, hier vorbeikommen. Warum muss man eigentlich abfahren? Ja, sind wir da. Boah, kriege ich jetzt Knast, ey. Ich habe aber richtig Hunger. Woher wir Außendienst haben, und wenn wir Außendienst haben, holen wir uns immer was zum Schlabbern. Heute gab es wieder eine Pizza Luca. Ja, das sind ja nur 1000 Kilokalorien, ne? Das ist halt alles noch im Rahmen. Ja, mir würde das gar nicht so wissen, ne? Schon heftig, ne? Aber war halt lecker. Ich habe aber nur eine normale genommen, keine XXL. Einmal im Monat kann man sich das mal gönnen. Ja, okay, ich muss sagen, Tag zuvor gab es Chinesisch auf Arbeit. Chinesisch gebratene Ente. Ja, gebratene Ente war. Musste ich essen. So, jetzt warten wir auch mal, dass wir hier rüberkommen. Nicht, dass jetzt hier die Bahn kommt. Aber natürlich sind wir richtig. Hier ist ja rot, oder? Leuchtet es nur so rot? Ah, wenn, dann müsste es blinken, ne? So, das soll eine Rose darstellen, ne? Bei dem Kreisverkehr. Ja, jetzt gucken wir mal, wo müssen wir eigentlich lang? Ach, ohne zu blinken. Wir haben mal lieber einen anderen Weg gefahren. Es gab ja da hinten auch noch einen Weg. Ah ja. Also hier, was ist hier los im Forst? Also wirklich. Glaube, hier war früher ganz viel, also es gibt ganz viele so eine alten, verlassenen Betriebe, also auch in so einem Backsteinformat, wo die, ich glaube, Gewebe oder ja, also Nähereien waren hier irgendwie so, oder wie nennt man das? Stoffverarbeitung. Genau. Textilverarbeitung. Textilfabriken waren hier früher, glaube ich, ganz viel. Es war, glaube ich, auch in Cottbus, TKC. Da war auch eine große Sache. Da gab es halt viel Arbeit für Näherinnen und sowas alles. Das wird ja heutzutage alles nur noch aus Fernost kommt, ja. Und dann wird das auch nur ja mit irgendwelchen Maschinen gemacht. Also setzt sich da keiner mehr großartig hin, ne? Ja doch. Das werden sie wahrscheinlich auch noch nähen, ne? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, wir sind gleich da. Vorne sehen wir schon die rote Fahne. Ich weiß jetzt nicht, ob in Forst hier irgendwie so eine. Ja, soll das sein? Das ist eine Flugabwehr? So. Könnten den Flugabwehr geschützt sein, ne? Ja, das scheint ein Flugabwehrgeschütz zu sein. Ja, kann natürlich irgendwo sein. So, hier abgesperrt. Hier ist ein Baum umgefallen.
Aber keine Schaulustigen. Muss man doch heutzutage alles mitfilmen. Einsatz der Feuerwehr, Baumumfall oder wie auch immer. So, dann werden wir mal einfach schnell abgeben. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns am morgigen Tag und habt ihr auf irgendwas geachtet? Was ist euch aufgefallen beim LKW? Naja, ich weiß es nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja, also nächste Woche werden wir auf jeden Fall viel live sein. Würde mich freuen, wenn ihr denn auch am Start seid und wir dann quasi, naja, viel Spaß haben, ne? Ich lasse erstmal ein Däumchen da und wir hören und sehen uns morgen wieder live. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.